Herzlich willkommen zu Grundlos Optimistisch, wie Sie in 90 Minuten reich sexy erleuchtet werden. Machen wir einfach mal eine kleine Umfrage im Publikum. Ein bisschen Licht hier im Saal, bitte. Wer interessiert sich denn überhaupt für das Thema? Wer interessiert sich für das Thema Reichtum? Bitte Handzeichen. Okay, also in erster Linie die Leute, die hinten sitzen. Wer, hallo, herzlich willkommen. Ein guter Zeitpunkt, jetzt reinzukommen, wo es sehr sichtbar ist. Interessieren Sie sich auch für Reichtum oder ist das für Sie kein Problem? Woran liegt's? Weshalb? Autobahnstau. Also Sie sind Auto gefahren. Sehr gut, finde ich schön. War ja auch ein bisschen der Kalt, der Winter und wenn dann CO2 raus, sehr gut. Okay, also wer interessiert, Reichtum haben wir geklärt, das sind hauptsächlich die Leute hinten. Wer interessiert sich für Sex? Okay, schon ein paar mehr, erstaunlicherweise die Leute, die hinten sitzen und an der Seite. Wer interessiert sich für Erleuchtung? Die gleichen, die sich für Sex interessieren, ja? Also ist schon eine deckungsgleiche Masse. Okay, Sie wundern sich jetzt vielleicht, Sie fragen sich, warum will er das wissen? Es ist folgendes, ich muss wissen, wer hier ist, weil ich als Vortragender natürlich Dienstleister bin. Ja, und wenn sich jetzt, ich muss mich einstellen auf Ihre Bedürfnisse letztlich. Also wenn sich jetzt rausstellt, dass 90% von Ihnen nur hier sind, weil Sie eigentlich keine Karten mehr für die Table Dance Bar am Stutti gekriegt haben, dann stelle ich mich drauf ein, dann fliegt dieser ganze philosophische Überbau raus. Ja, stellt sich im Gegenzug heraus, dass 95% von Ihnen Doktoren, Akademiker und wirklich Gelerntes gesorgt sind, dann verzichte ich auf diese ganzen billigen, sexistischen, allgemeinverständlichen Pointen. Ne, dann sind wir im Prinzip in 20 Minuten durch, können aber anschließend noch ein paar Diskussionsgruppen bilden. Ja? Also, es kann dann ein sehr anregender Abend werden. Deshalb die Frage, wer von Ihnen möchte die jugendfreie Variante sehen mit FSK 0? Okay, niemand? Wer interessiert sich für die ganz, ganz schmutzige Geschichte mit all diesen... Okay, also ich merke, ich habe die Zielgruppe richtig eingeschätzt.